BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und Brinkhoffs Ballgeflüster hier wieder auf dem wunderbaren. Unfassbares Publikum heute. Wir sind wieder auf dem Eventschiff, Herr Walder. Wie viel Kabarettpotenzial hat eigentlich unser Gegner vom Sonntag? Es gibt ja keine Schalke-Witze, stimmt ja alles. Super. Komm, Bruno, jetzt. Eine. Das ist zurzeit mein Lieblings-Schalke-Witz. Der Schalke am Bahnhof nach dem Derby und dann sagt er, ich hätte gerne eine Fackelte auf Schalke. Und er sagt von der Bahn, gib nicht auf Schalke, gib nur nach Schalke. Geben Sie trotzdem, dann gehe ich das Stück zurück zu Fuß. Ne? Also. Es ist einfach so, dass das sehr familiär hier in dem ganzen Verein zugeht. Ich meine, egal welche Abteilung man sich sieht, es muss nicht mal im Trainingsgelände sein, sondern selbst wenn man sich irgendwo in der Stadt sieht, dann quatscht man halt eine Runde und es ist auch immer einer für einen Spruch zu haben. Ich meine, gerade hier bei dem, auch beim BVB Total Team gibt es ja auch ein paar lustige Vögel. Ne? Härtefälle. Ja, wir sind im U17-Bereich zweimal deutscher Meister geworden. Das geht nur mit guten Spielern, weil die Vereinslandschaft in Deutschland so ist, dass es so viele gute Vereine gibt. Und wenn du dann zweimal hintereinander so einen Weg bis zum letzten Tag gehst, zu Ende gehst und das dann gewinnst, dann musst du extrem gute Spieler haben. Was sie für mich so auszeichnet, ist das Komplette. Und das heißt, der Charakter passt, die Verlässlichkeit passt. Wenn du Schule machst und gehst dann jeden Abend noch zum Training, dass du dann noch lebendig bist und nicht irgendwann in so einem Funktionierstadium, dass du alles nur noch so ein bisschen machst, aber eigentlich nicht mehr lebendig bist. Also sind immer lebendig, haben immer Bock auf Fußball. Wenn sie dann noch Zeit haben, machen noch irgendwo Linienrichter. Ja. Bei Fortuna Bottrop oder Balljunge. Ja. Und glaube ich, wir haben immer den Fehler gemacht, dass wir diese Heldenverehrung, die müssen ein bisschen nicht mehr laufen können mit dem Rollator am Platz und dann müssen sie da bleiben. Man muss heute, glaube ich, auch wirklich mal einen Cut machen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass der Klopp weggeht. Ich hätte auch gedacht, das wird unser Ferguson hier. Und mit einmal lässt er sich bei der Haarverpflanzung eine Pechsträhne einsetzen und ist weg. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Schön, dass ihr heute hier wart. Ich sagte jedes Mal bei 18 Sendungen. Euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Das war's von BVB Total. Viel Spaß und allen viel Erfolg, dir auf der Bühne, du auf dem Platz und mit der Jugend. Prost. Tschüss. Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund.